Padapidanasana ist das Drücken des Fußes. Pada heißt Fuß und Pidana heißt Drücken. Annika zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die Stehhaltung. Von hier beuge ein Knie, zum Beispiel das linke, fasse mit beiden Händen um den Fuß und ziehe dann die Ferse zum Gesäß hin. Du kannst aber auch das Knie etwas weiter nach hinten geben. Diese Padapidanasana-Stellung ist eine gute Vorübung, zum Beispiel für Natarajasana und andere Rückbeugen, bei denen zum einen ein Gleichgewicht nötig ist und zum anderen auch eine Flexibilität im Oberschenkel. Padapidanasana geht aber zum Beispiel auch von dem Bogen aus. Dazu kannst du dich auf den Bauch legen. Und in der Bauchlage fasst du mit beiden Händen an die Fußgelenke. Und anstatt zum Dhanurasana zu kommen, wo du die Fersen nach oben gibst, drückst du mit den Händen die Fersen runter, um die Fersen zum Gesäß hinzudrücken oder sogar neben dem Gesäß. Also Padapidanasana hilft dir hier insbesondere die Oberschenkelflexibilität, insbesondere die Quadrizepsflexibilität zu entwickeln. Padapidanasana spielt auch eine Rolle bei der Taube. Wenn du also zur Taube kommst, bevor du zur vollen Taube kommst, Raja Kapotanasana, Kapotasana, fasst du mit einer Hand an den Fuß und drückst erstmal den Fuß zum Gesäß hin. Auf diese Weise entwickelst du die Oberschenkelflexibilität. Und wenn du so den Quadrizeps gut vorgedehnt hast, dann kannst du auch noch zur vollen Taube kommen, wie es jetzt Annika schön zeigt, die auch heute sehr viele Sitzhaltungen gemacht hat. So ist es schön, zum Abschluss des heutigen Drehtermins nochmal eine schöne Rückbeuge zu machen. Ja, dies war jetzt der Abschluss der Vormittags-Drehtermins heute Morgen. Wir haben etwa 60 verschiedene Videos gedreht mit 60 von 5500 verschiedenen Asanas. Und weil es der Abschluss dieser Sitzung ist, werden wir gleich dreimal Om singen und ein Segensmantra für deine Yoga-Praxis. Dieses Video ist Teil des großen Yoga-Vidya-Asana-Lexikons, wo wir etwa 5500 verschiedene Videos drehen zu allen bekannten Asanas in ihren deutschen und Sanskrit-Bezeichnungen, in ihren verschiedenen Variationen. Alle zu finden im Yoga-Vidya-Übungskanal, zu finden auf YouTube, alle zu finden auch auf mein.yoga-vidya.de. Mehr Informationen zu all diesen Asanas findest du auf wiki.yoga-vidya.de. Die wichtigsten dieser Asanas findest du in der Yoga-Vidya-App für Apple, iPhone und iPad, wie auch für Android-Smartphones. Und wenn es dir gefällt, danken wir uns immer für Daumen hoch oder gefällt mir. Etwas über 50 Menschen sind beteiligt an diesem Asana-Lexikon. Momentan filmt Eduard, wir hatten auch schon Durgadas und auch schon Nanda beim Filmen. Wir haben einige, die das Video schneiden, benennen, veröffentlichen. Wir haben Mirabai und Sibylle, die den ganzen Dreh koordinieren. Wir haben einige, die diese Texte transkribieren, verbessern, ins Wiki stellen. Einige, die Zusatzinformationen hineinbringen. Es gibt solche, die in die App übernehmen, in das Asana-Lexikon und in viele andere Yoga-Vidya-Kanäle. So gibt es über 50, wenn ich es so jetzt nochmal überlege, sind es wahrscheinlich 70 bis 80 Menschen, die daran beteiligt sind, dass du diese Videos kostenlos dir anschauen kannst.
Und so freuen wir uns immer, wenn du meinen Gefällt mir Daumen hoch machst. Und vielleicht magst du ja auch mithelfen. Schick einfach mal eine Mail an info@yoga-vidya.de und vielleicht magst du dich ja daran beteiligen, das Yoga-Wissen anderen kostenlos zur Verfügung zu stellen. Natürlich, um Yoga tief zu erfahren, ist es gut, in einer Gruppe zu sein, in einem Yoga-Center oder vielleicht sogar in einem Yoga-Vidya-Ashram. Wenn du zu Yoga Vidya Bad Meinberg kommst, vielleicht siehst du auch mal Annika oder Eduard. Gut, du weißt jetzt nicht, wie Eduard aussieht, aber mich siehst du. Und wir freuen uns auch, wenn du zwischendurch mal auf uns zukommst und sagen, hey, ich habe dich auf einem Video gesehen. Und so freuen wir uns, die Menschen kennenzulernen, die von diesen Videos profitieren. So, und jetzt zum Abschluss dreimal Om und das Segensmantra für deine Yoga-Praxis. Om. 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 Om Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Triambake Gauri Narayani Namostote, Narayani Namostote. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Bolo Satguru Sivananda Maharaj Ki Jai. Bolo Sivishnadevananda Maharaj Ki Jai.